Hallo, ich bin's wieder, Johannes vom Customer Happiness Team von Clicktip und in diesem Video möchte ich Ihnen jetzt mal die Funktionsweise des Statusmonitors in der Kontakthistorie zeigen. Ja, was jetzt genau hinter diesem Statusmonitor in der Kontakthistorie steckt, zeige ich Ihnen jetzt einmal. Ihnen ist es vielleicht schon aufgefallen, Sie haben da vielleicht schon mal Aktionen gesehen, die farbig hinterlegt waren. Und da gibt es unterschiedliche Farben und unterschiedliche Typen von Statusanzeigen und die zeige ich Ihnen jetzt mal genau anhand von ein paar Beispielkontakten. Ich gehe mal in die Contact Cloud und fange hier mit dem ersten Beispielkontakt an. Es geht um eine Follow-up-Kampagne. Und zwar, wenn ich hier auf die Kontakthistorie klicke, dann sehen Sie einmal hier Typ zukünftige Ausführung und das Ganze wird in Blau hinterlegt. Und das sind jetzt eben drei E-Mails aus einer Follow-up-Kampagne. Ich klicke mal drauf. Und es geht um diese Follow-up-Kampagne hier. So, und die ist halt tatsächlich geplant, die ist aktiv und geplant ist eben die Versendung der E-Mails am 1.10., 2.10., 3.10. Also dort zu diesen Terminen werden dann diese E-Mails versendet. Somit wird das Ganze in Blau dargestellt und es geht weiter mit dem nächsten Beispiel. Und zwar eine wartende Aktion. Ich klicke hier mal drauf. Und das wird nun in Gelb dargestellt. Also Typ pausierte Ausführung wird gelb gezeigt. Da gibt es gleich auch noch eine andere Geschichte, nämlich offenes Ende. Das zeige ich Ihnen aber gleich an einem anderen Beispiel. Und hier geht es eben auf eine Bedingung, auf die gewartet wird in einer Kampagne. Und welche das genau ist, zeige ich Ihnen auch. Also die Kampagne ist gestartet und sofort danach wird auf eine Bedingung gewartet. Und das weist ja schon auf eine Wenn-Dann-Aktion hin. Genau, und es handelt sich um diese Wenn-Dann-Aktion. Das heißt, der Kontakt, diese Wenn-Dann-Aktion wartet darauf, dass ein Wert im Geburtstagsfeld eingetragen wird. Und das wird auch immer wieder geprüft. Und erst wenn dieser Wert hier eingetragen wird, dann geht die Kampagne weiter und dieser gelbe Eintrag, verschwindet, beziehungsweise ist eben nicht mehr gelb hinterlegt. Ich gehe weiter zum dritten Beispiel. Und zwar geht es und den Status wird soeben ausgeführt. Und diesen Status werden Sie vermutlich selten sehen, denn es geht oft sehr, sehr schnell. Das heißt, also es ist grün hinterlegt, derzeitige Ausführung. Und das ist ja so, wenn Sie jetzt eine Kampagne starten und dann wird eine Aktion ausgeführt, zum Beispiel eine E-Mail versendet, dann geht das oft so schnell und das können Sie dann gar nicht so schnell hier in der Kontakthistorie schauen und deswegen habe ich hier einen Trick angewendet, habe einfach in dem Moment, wo die Ausführung anstand, die Kampagne pausiert und konnte somit diesen Zustand hier einfrieren. Und es ging einfach darum, dass eine E-Mail rausgesendet werden sollte. Ich klicke mal drauf. Ja, und zwar diese hier. Also in dem Moment, wo das Ganze hier verschickt werden sollte, habe ich die Kampagne pausiert und dieser eine Kontakt wartet jetzt eben darauf, dass es versendet wird und erst wenn ich die Kampagne wieder scharf schalte, dann verschwindet eben diese grüne Hinterlegung. Ich zeige Ihnen noch das letzte Beispiel und zwar geht es um das offene Ende. Das hatte ich Ihnen ja eben schon angedeutet. Auch das wird in Gelb dargestellt, pausierte Ausführung und dann steht dahinter, ist ein offenes Ende der Kampagne. Ich klicke drauf. Ja, und Sie sehen hier, die Kampagne ist gestartet und dann wurde 3 Tage gewartet und dann ist einfach gar nichts mehr passiert. Also das Ende ist offen. Ich könnte jetzt eine E-Mail versenden oder sonst irgendetwas, dann würde das Ganze nicht verschwinden, sondern würde erstmal eine Aktion zusätzlich erscheinen. Aber das offene Ende bleibt und erst, wenn ich hierher gehe und hier diese Beenden-Aktion hinzufüge, ich sage einfach mal Ende, dann würde entsprechend der gelbe Eintrag verschwinden. Einen kleinen Hinweis möchte ich Ihnen noch geben. Dazu blende ich hier nochmal den Kontakt ein, wo das E-Mail-Follow-up versendet werden soll. Sie sehen, dass hier ja 3 Einträge farbig hinterlegt sind, die ausgeführt werden. Und beim E-Mail-Follow-up ist es ja nun mal so, dass fertig festgelegt ist, so dann wird die erste E-Mail versendet, dann Tag Pause meinetwegen, dann wird die zweite und die dritte versendet. Das ist also ganz klar und das wird auch so passieren. Und so etwas werden Sie im Marketing-Cockpit nicht finden, denn wenn Ihr Kontakt an einer Wenn-Dann-Aktion wartet, dann ist ja nicht klar, ob es danach in den Ja-Zweig oder in den Nein-Zweig geht. Das heißt, im Marketing-Cockpit sehen Sie immer nur wirklich die nächste Aktion oder die Aktion, in der gerade gewartet wird.
Ja, ich hoffe, Sie fanden das Video hilfreich und haben gesehen, dass Sie hier wirklich jetzt ganz leicht bei Ihren Kontakten ein bisschen in die Zukunft schauen können, was also aktionsmäßig geplant ist oder vorgesehen ist. Und ja, freue mich, wenn wir uns in einem der nächsten Videos dann wiedersehen. Und bis dahin, alles Gute.